Ah, der Möbius-Treffpunkt. Sir, wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Ligaschiffe im Anflug. Sie werden von Mengsk Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Sir, Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Schönen Tag noch. Mein Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Mann, da nimmt die Story ja doch mal eine ganz schöne Wendung. Ah, das ist mal ein eigenartiger Ladebildschirm. So, Labor der Hyperion, wie wir gerade gesehen haben, 2 Stunden später. Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird, durch die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat. Sie kennen ihre Taktiken und Strategien. Und ich weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tychus. Char anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll's jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an. Und damit herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich wollte natürlich hier nicht den schönen Vorspann oder diese schöne Zwischensequenz mit meinem Gelaber und meiner Begrüßung unterbrechen. Aber trotzdem möchte ich euch begrüßen. Ja, das gehört sich so. So, die haben mir gerade gesagt, beim Söldner gibt es hier eine neue Einheit. Und das sind dann die Banshees quasi. Und die wiederum, die Nemo, also mehr 80.000 im Vergleich zu 1 Million, die wir auf der Kante haben. Das passt schon.
Außerdem können wir mal im Arsenal gucken, inwieweit wir die Benji verbessern können. Ich denke da zum Beispiel an unendliche Tarnung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. So, Raumschiffe, da haben wir sie. Ja, na gut, doppelt so lange getarnt bleiben ist auch schon mal gut. Kaufen. Und feuern mehrere Raketen in einer Reihe. Wow, auch geil. Schick, schick. Na gut. So. Außerdem haben wir noch ein bisschen Forschungszeug geholt. Ich meine, das ist zwar egal. Also blöd, ehrlich gesagt, wir können auch nach der Mission sagen, hier, pass mal auf, du hast überflüssige Forschung, kriegst dein Geld. Aber nee, du musst erstmal in diese Forschungskonsole gehen. Aber was soll's, das ist meckern auf hohem Niveau und das müssen wir uns nie geben. Sir, wir erhalten gerade eine Übertragung von der Bucephalus. Prinz Valerian wartet am Kommunikator. Ah, am Kommunikator. So, so. Und ich gucke in die Sternkarte rein. So, das Sigma-Quadrant. Commander, unsere gemeinsamen Freunde von Möbius konnten das letzte Artefaktfragment aufspüren. Sobald dieses letzte Stück sichergestellt ist, können wir nach Char vorstoßen und Kerrigan gegenübertreten. Viel Glück, Mr. Rayner. Ich fürchte, Sie werden es brauchen. Das ist Prinz Charming hier. So, kriegen wir jetzt einen schweren Kreuzer. Oh, fett. Meine Partner von Möbius haben das letzte Teil des Artefakts aufgespürt. Es befindet sich auf einem verlassenen Xel'Naga-Schiff im Sigma-Quadranten. Ganz schön weit ab vom Schuss, Junior. Das Artefakt befindet sich dort. Dieses Schiff verfügt über Generatoren, die Desintegrationsfelder erzeugen, die jede Art von Materie innerhalb von Sekunden in ihre Moleküle zerlegen. Zum Glück sollten unsere schweren Kreuzer der Minotaurus-Klasse lange genug in den Feldern bestehen können, bis die Generatoren zerstört sind. Sonst noch irgendwas, das wir wissen sollten? Nun, Langstreckenscans haben eine beachtliche Streitmacht der Tal'Darim in der Gegend ausgemacht. Das wird langsam zu viel für uns, Jimmy. Energiefelder? Für die Selbstmordmission habe ich mich nicht gemeldet. Wir sollten einfach die Kohle nehmen und abhauen. Bekommst du kalte Füße, Tychus? Wegen dir habe ich 9 Jahre im Knast verbracht. Ich werde mich doch jetzt nicht umbringen lassen, nur damit du deine Prinzessin retten kannst. Denk daran, du schuldest mir noch was, Partner. Nicht genug, um das hier wegen dir abzublasen. Dann ziehen wir die Sache eben ohne dich durch, Partner. Partner. Dann sind wir uns ja einig. Du weißt, wo du mich finden kannst. In der Bar? Adjutant, bereite das Schiff auf den Sprung vor. Bring es hinter uns. Okay. Ja, schwere Kreuzer. Für diejenigen, die meine andere Let's Plays, also vor allen Dingen natürlich Heart of the Swarm, angeguckt haben, da habe ich bei einer Mission erzählt, dass das so ein bisschen wie eine Mission aus Wings of Liberty ist und das ist genau diese Mission, die ich damals meinte. Okay, wir sollen eine Zeit zwischen der Zerstörung der einzelnen Desintegrationsfeldgeneratoren nehmen, um die Streitkräfte zu reparieren und zu vergrößern. Das ist auch ein guter Rat. Warnung. Anomale Gravitationsstörung entdeckt. Dort. Ein Desintegrationsfeld, wie Valerian es gesagt hat. Die Kreuzer sollten lange genug standhalten, um den Emitter zerstören zu können. Aber nur, wenn sie ihr Feuer konzentrieren. Verstanden. Okay. Sie wünschen? So, mit der Yamato-Kanne. Waffen geladen und einsatzbereit. So, jetzt sehen wir hier. Was auch jetzt? Keine Gefahr bitte. Was ist los? So. Was meinen Sie, Sir? Blitzschnell zuschlagen und wieder raus? Wir werden hier mehr als ein paar schwere Kreuzer brauchen, um uns den Weg freizuräumen. Lassen Sie sich Zeit, Commander. Ich würde es bevorzugen, wenn wir das Artefakt auch tatsächlich bekämen. Verstanden? Okay. Hier bei der Gelegenheit, kleiner. Was, haben wir bloß immer Gas? Das ist ja lame. Das ist ja echt lame. Wir werden kaum normale Ressourcen hier aufwenden. Aber jahrhundertelanger Asteroidenbeschuss hat Mineralienfragmente und kristallines Vespingas überall auf dem Wrack verteilt.
Nun gut, untersuchen wir mal die Gegend und sehen, was wir mitnehmen können. So, haben wir schon einen Fusionskern? Ja, haben wir ja, klar, hier ist er. So, da sind nämlich hier diese Kraftfelder hier. Und immer so ein Desintegrationsfeld-Generator. So, Zeug. Okay. Was nicht passt, wird passend gemacht. Lesen der Boss. Erweiterung fertiggestellt. So, und jetzt können wir auch schon die ersten Kreuzer bauen. Nicht genügend Mineralien. So, jetzt können wir darauf warten, bis wir die ersten Kreuzer bauen können. 400. Mann. Was wichtig ist? BBF bereit. So, jetzt aber B. Für Battlecruiser. Erweiterung fertiggestellt. Schlechte Neuigkeiten? Boah, Heigen! Nur zu! Nicht genügend Mineralien. Aus der Bahn! BBF einsatzbereit. So. Sie wünschen? Von mir aus. Yep. DBF bereit. Ja, Commander. Kann man jawohl. Erkunden gehen hier? Ah ja. Immer langsam. Ach, wirklich? Was auch immer. Bin unterwegs. So. Ich bin schon unterwegs. Yo. Ja. BBF einsatzbereit. Ja, ja. Ja, ja. Yep. Verstanden. Wer hat die Flotte gerufen? So, jetzt müssen wir hintereinander weg Kreuzer produzieren, weil ihr seht schon, wie lange die brauchen, bis die fertig sind. Schon ziemlich krass. Kurs ermittelt. Was nicht passt, wird passen. So, wir können mal reparieren. Ja. Ist ja nicht mein Geld. Und Schiffpanzerung erstmal. Kreuzer einsatzbereit. Ah, Heigen erschreckt. Warten. BBF einsatzbereit. Mhm. Nicht an. Der Boss. Sie wünschen. Okay. Halt. Warten wir vielleicht nochmal auf den. Immer noch. Ja, Commander. Was ist los? Ah, Moment, Erweiterung fertiggestellt. Wird gemacht. Aber ein paar Space Marines wäre vielleicht nicht schlecht. Immer langsam. Na, jetzt kommen wir rück. Warten.
bis der fertig ist. Wer hat die Flotte gerufen? Na, ich bin ein Honk. Ich hätte die ganze Zeit ja zwei produzieren können. Wirklich? Los, los, los! Und nun? Na dann, Jörg. Okay. Feuer frei für eure Yamato-Kanonen. Was auch immer. Treffer werden alle mit Schutt und Asche. So. Kommt alle ran! Alle geschützt! Macht keine Gefahr! Wird gemacht! Und zurück. Ja, Commander. Offensichtlich wird alles hier nimmt alles hier Schaden, was kein Energieschild hat. Mineralienfeld erschöpft. Entaro Tassada, Freund Raynor. Die Tal'Darim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Okay. Nett, nett. Geschwader unterwegs. Okay. Und nun? Eins. So, jetzt machen wir mal ein paar. Brauchen erstmal ein paar Depots. Schlechte Neuigkeiten? Ja, ganz schlechte. An diesem Standort gibt es nur geringe Mineralienvorkommen. Zusätzliche Mineralienvorkommen wurden in der Nähe geordnet. So, jetzt aber. Hier komm ich! Was? Mit nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Warte, 200. Sie wünschen. Verstanden. Erschöpft. So. Button. Oh je, hier geht's los. Mir aus. Jawohl. Echt blöde. So zu. Lesen dabei. Ja, Commander. So, Abwehr zurück. Immer langsam. Wird gemacht. Forscher zur Stelle. Übermittle Befehle. Kann losgehen. Ach, wirklich? Okay. Schauen wir jetzt mal an. Kreuzer einsatzbereit. Habt unseren Dank, James Raynor. Die Tal'Darim werden für ihren Verrat bezahlen. Okay. Es fehlt jetzt natürlich schön Gas und Mineralien. Was nicht passt, wird passend gemacht. Alle Mann von Bord! Beginne
So, jetzt können wir hier nochmal den bauen. Wow, Heigen erschreckt! Jupp! Juhu, Überstunden! Okay. Nicht genug Vespingas. Was ist los? Und nun? Ach, wirklich? Was verlangt ihr von Ach, uns? Hier geht's los. Okay, die sind natürlich schön getarnt. Die können mir jetzt vor allen Dingen helfen hier, Cartoon. Wenn ich nicht gerade irgendwo in welches Türme reingehe. Ich bin lediglich ein Schatten. Faszinierend. Sie werden fallen. Alakor Deishakan. Können die mir ein bisschen Gas und sowas besorgen? Im Namen der Lehre. Forscher zur Stelle. Ich füge mich. Ich bin die Klinge von Shakuras. Clever. Sie wünschen. Hauptquartier. Empfange bitte. Und nun? Ah, ich muss schon ganz schön lange reparieren, doch. So. Los. So, und da ist... Alles klar, Kleiner. Ja? Reicht doch von sich hier? Ich kann eigentlich nochmal hier bleiben zum Bauen. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Mit links. Ja, Commander. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Kaum noch erwarten. Warten. So, und ab zurück. Bewegung. Nehmen wir auch noch mit. Ich ballern, Sir. Geht klar. Okay, jetzt können wir hier natürlich jede Menge Mules callen. Dass wir extrem viel Energie aktuell haben. Schlechte Neuigkeiten? So, jetzt Gas. Nur zu. Ach fuck. Nur zu. Verdichtet? Jupp. Was nicht passt, wird passend gemacht. Okay. Durchgelangt. Kommt noch was? Kreuzer einsatzbereit. Verstanden. Auf dem Weg. Moment, hier. Die Templer kann ich natürlich benutzen, um erstmal hier vorne zu clearen. Licht herein. Angriff aus den Schatten. Ja, sie denken, dass wir... Unsere Routine. Und nun? Okay. So, der geht wieso. Mach dir mal nicht ins Hemd. Den können wir hier oben. Roger! Absetzen. Uah, fuck, fuck. Fertiggestellt. Mit links. Okay. Wie kommt der schon wieder her? Jetzt macht ihr mal nicht ins Geht auf! Das ist schlimm.
Jungen! Selbstverständlich! In Ordnung! Warum nicht? Ah, ist das zum Kotzen. Aufgedankt und einsatzbereit! Boah, wow, die sehen aber geil aus, ja. Ja, ja. Zum Glück haben die erstmal die ganzen, ist ein bisschen laut. Ja, zum Glück haben die erstmal die Dinger angegriffen. So, jetzt müssen wir unbedingt verteidigen hier. Hammerhart! Was jagen wir hoch? Schießen Sie los! Jawohl! Ja, Kommandant. Ich kann es kaum noch erwarten. Schakul Ina. Okay. So, der stoppt so. Ich füge mich. Khatun. Okay. Ich bin die Klinge von Shakuras. Nur zu. Danach möchte ich mal einen Mist, geht nicht. Ein Engineering Bay bauen. Goodie. So, ich wollte jetzt hier oben eine Einheit hinsetzen. Worauf soll ich ballern? Ja? Um das Gas hier oben zu holen. So, und jetzt geht's los. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Na los. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend jetzt. Mineralien. Immer noch nie? Nicht genügend Mineralien. 400! Mann! Das geht ja gar nie. Nicht jetzt genügend aber. Mineralien. Ach, das war Gas. Hm. Jetzt aber. Wusst ihr, dass es geht? Das geht ein bisschen aufgeregt. Kurs, Jeremy. Los, Keller! Was ist denn los? Na gut. Und nun wird gemacht. Frontaler Angriff, alle Geschütze. Ah, fuck. Du bleibst hier. Bestätigt. Du musst da bleiben. Kreuzerei. Wir werden die Teildarim mit euch jagen. Star. Sie wünschen? Einsatzbereit. So, wo ist das Ding hier? Pulverisiert sie. Jawohl. Ach, wie aufregend. Okay. Auf dem Weg. Sehr nah. Macht euren Frieden mit den Göttern, Sünder. Nun werdet ihr für eure Frevel zur Rechenschaft gezogen. Dieses Protoss-Mutterschiff ist beeindruckend, Sir. Unsere Scans zeigen an, dass es dazu in der Lage ist, Verbündete zu tarnen. Außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen. Der war. So, jetzt kann das Schiff. Das. Jetzt können wir hier wieder. Erfinden.
Okay. Jetzt holen wir uns noch ein paar Forschungsschiffe. Wer hat die Flotte gerufen? Ja, komm. Und nun? Was ist los? Kommt noch was? Ich sammle mich im Zwielicht. Worauf soll ich ballern, Sir? Na, ja? Okay. Bereit machen, Jungs. Roger. Ja, Commander. Upgrade durchgeführt. Ich hab schon eins. Hauptquartier, empfange Befehle. Bewegung, Bewegung. Was okay. Ist los? Nicht genügend Mineralien. Über Hauptquartier. Empfange Befehle. Sie wünschen. Okay, jetzt. Auf dem Weg. Ah, Grüße, Commander. Übermittle Befehle. Kreuzer einsatzbereit. Naja, wir haben ja auch ganz viel wird gemacht. Was auch immer. Erschöpft. So, da drüben ist der nächste Energieding. Geschwader. Eine klingen Dürsten nach Rache. Wünschen. Jawohl. Ach so, ich habe gerade gemerkt, der Timer ist abgelaufen, deswegen steuere ich hier nochmal ganz schnell raus aus diesem Feld. Und dann mache ich an dieser Stelle einfach mal eine kurze Pause. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.